organisieren, dann haben wir noch Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Wir fangen aber, wie vorgesehen, mit dem Format an. Wir hatten jetzt, glaube ich, 5 Gruppen, dass wir 5 kurze Berichte haben über das, was euch in der Gruppe bewegt hat und vielleicht schon mal so eine Fragerichtung. Aber wir steigen nicht gleich ein in das Gespräch, sondern setzen das nachher nochmal extra an. Also es reicht eher so, was hat uns beschäftigt, bewegt, in welche Richtung merkten wir, dass wir reden wollen, überlegen wollen, um das, die Atmosphäre zu erzeugen. So, wer fängt an, bitte? Es gibt ein Mikrofon, bitte nur reden, wenn ihr das Mikrofon in der Hand habt. Ja, die erste Frage war ja gewesen, was hat uns beeindruckt? Also was hat uns angesprochen bei dem Vortrag, den Sie gehalten haben, als Sie beschrieben haben, was Sie bewegt, Ihre Historie, wo Sie herkamen? Es hat uns natürlich sehr viel angesprochen, aber wir reduzieren uns hier auch ein bisschen aufs Wesentliche. Was wir sehr stark fanden, das war einfach Sie als Person mit dem Thema Mut, Authentizität, was wir empfunden haben, dass Sie das, was Sie da sagen, auch tatsächlich meinen, so kam das bei uns an. Auch das Charisma, was Sie mit rüberbringen, was ein Segen ist für die Organisation, das sein kann, aber natürlich auch ein Risiko, was Ihr Aufsichtsrat ja dann auch schon gesagt hat, wenn das mal ausfällt. Also als Person, auch das Thema Konsequenz war etwas in der Umsetzung, also Dinge zu durchdenken und dann auch zu sagen, ja, wir haben eine ganze Menge Werte, aber wir wollen auch, wenn etwas nicht so läuft, wie wir das vorhaben, es muss eine Konsequenz haben. Das waren Ihre Schussgespräche. Warnschussgespräche. Also das hat uns auch etwas, das blieb auch hängen. War eindrücklich. Ja. Und eben diese Kernwerte der Führung, also jetzt unabhängig von Ihrer Person, was Sie da postuliert haben, eben diese beiden Begriffe, sowohl Respekt als auch Widerspruch. Ja. Und diese beiden Punkte können im Widerspruch zueinander stehen, aber sie können auch in Harmonie miteinander stehen. Das hat uns angesprochen, das ist so, was oben aufschwamm. Sie hatten ja dann auch gesagt, Sie haben das Bedürfnis, diese Prozesse auch in Regeln zu gießen, was wir nachvollziehen können, weil es einfach so viel ist, auch was Sie vorhaben. Und es besteht nämlich die Gefahr auch der Verzettelung aus unserer Sicht, dass einfach das Rad zu groß ist, was Sie da drehen, auf einmal für die gesamte Organisation, dass Sie das verstehen, übernehmen können, dass Sie es mittragen, denn das haben wir es nur nicht besprochen, aber es ist dieses Not Invented Here-Syndrom, was da auch greifen kann. Und wenn es Ihnen nicht gelingt, diese Führungskräfte da tatsächlich mit ins Boot zu holen. Unsere Empfehlung ist Konzentration auf Wesentliches. Also wirklich eher etwas zu reduzieren und mit weniger Punkten anfangen und die aber gut durchzuziehen, um zu zeigen, dass es funktioniert. Weil Sie müssen ja eine ganze Menge Leute mitnehmen. Und zum Thema Regeln nochmal, also für uns sollten Regeln, gerade weil Sie ja auch dieses Gut Entscheidungen treffen, weil das so hoch und so wichtig ist für Sie, aber Entscheidungen trifft man und Mut zur Entscheidung, Entscheidungen trifft man, wenn Dinge nicht geregelt sind. Das heißt, wenn Sie alles regeln, dann könnte sein, dass die ein bisschen sedieren, dann gibt es ja gar nichts mehr zu entscheiden. Ja? Also dann würden Sie dieses Kulturmerkmal auch wieder schwächen. Und wir haben im ISB eine sehr schöne Metapher, die heißt randscharf und kernprägnant. Und Sie können das dann übersetzen. Das ist für Nicht-ISBler immer etwas schwer zu schlucken. Das heißt also kernprägnant, was ist denn wesentlich? Also was ist wirklich erforderlich? Aber nicht alles genau durchdeklinieren, weil eben sonst auf der anderen Ecke Sie wieder etwas verlieren und dann nicht nur nicht links vom Pferd runterfallen, sondern halt rechts vom Pferd runterfallen. Aber unten liegen Sie dann auch. Das wäre so das Wichtigste von unserer Gruppe. Könntest du mir kurz helfen? Ich müsste das aufhängen. Ja.
Und wenn du vielleicht auch deinen Namen nochmal. Christine Moschow. Ja, wir haben als Gruppe ziemlich viele der Punkte auch aufgegriffen, die gerade schon genannt wurden. Als erstes der visionäre Leader, der bei uns ganz klar, ganz häufig genannt wurde. Authentisch hat uns begeistert, was Sie gesagt haben, was Sie gemacht haben, Ihre Werte, die wir teilen. Und es kam mehrfach aus der Gruppe, solche Führungskräfte, solche Führer brauchen wir für die Zukunft. Dem schloss ich an. Die Frage, danach schlossen sich Fragen an, was wird im Unternehmen jetzt gelebt? Und ich würde dann auch gleich wirklich zu dem dritten Punkt kommen. Wie können Sie das rausfinden? Dieses Hingucken neben dem Zuhören versus Blindflug. Welche Regeln existieren neben denen, die wir postulieren? Wichtiger die nicht geschriebenen als die geschriebenen. Was ist angekommen von dem, was wir gesagt haben? Wie wird es verstanden? Wie ernst wird es genommen? Und dann, nach so einer Phase des Aufnehmens, was zurzeit Bestand hat, nach den anderthalb, zwei Jahren, zu überlegen, was soll in Zukunft gelten? Aber auch hier, auch bei uns, und Sie merken auch bei uns so ein gewisses Element der Verlangsamung, dieses jetzt mal gucken nach dieser ersten grandiosen Phase, was ist im Augenblick angekommen. Und wir haben dann sehr schön mit einem Bild gespielt, nämlich mit dem Explosionsschutz. Und zwar, wie viel Explosionsschutz brauchen die Mitarbeiter? Wie viel Sicherheitsbedürfnis ist gefragt? Aber auch zum Beispiel, wo gilt mal kein Explosionsschutz? Wie ist es bei der Fehlerkultur? Darf man da vielleicht mal kurz explodieren? Es fliegt aber keiner. Oder also wir hatten den Eindruck, damit können Sie unglaublich gut spielen in den verschiedensten Ausprägungen. Was bedeutet für uns Explosionsschutz? Und nach so einer Phase des vielleicht Verlangsamens, dann geht es natürlich ans Kaskadieren. Und da sind wir natürlich sofort hilfsbereit und Scherz. Also da auch Beispiele, dass das natürlich, dass sowas kann nicht von der Spitze geleistet werden. Da bedarf es Leuten, die Dinge aufgreifen können und das dann in Workshops ähnlichen transportieren. Weil das ist für uns jetzt die Hauptaussage. Ja. Mit Mikrofon, bitte. Keine Würdigung ohne Mikrofon. Ja, die Fehlerkultur hier, dass das auch gewürdigt wird, wenn es geschieht. Und nicht nur ein Gespräch geführt, sondern wow, so weit sind wir mit den Fehlern gekommen. Das hast du gesagt, Ulrich. Wie weit kommen wir dann ohne die Fehler noch? Also gleich beide Möglichkeiten mit reinpacken. War das verständlich? Ja, nein. Bitte? Bitte? Nicht so ganz. Nein. Gut. Das Würdigen würde heißen, wenn die Fehler entdeckt werden, bravo, dass wir die Fehler entdeckt haben. Zweiter Schritt, wow, so weit sind wir gekommen mit dem Fehler. Und im dritten Schritt gleich wieder den Sprung groß machen. Wie weit kommen wir alle miteinander ohne diesen Fehler? Danke. So. Das ist nur für die Videoaufnahme. Okay. Du sprichst. Ich spreche einfach hier rüber. Und ins Mikrofon. Und ins Mikrofon. Das sind Anforderungen. Also, meine Kollegin hat die Sache moderiert. Und ich war der Dorfschreiber.
Und wir haben uns gerade noch mal kurz verständigt, wie wir das jetzt dramaturgisch machen. Ich stelle ein paar der Sachen vor, die wir zusammengetragen haben. Die Gruppe hat nämlich leidenschaftlich offen diskutiert. Würde Sie gerne als Mitarbeiter einstellen? Das hat keiner gesagt, aber der Tenor Ihrer Personeneinschätzung war ungefähr, weil gesagt wurde, die stärksten Eindrücke bezogen sich auf die Person, nicht auf das Konzept. Die Person, Persönlichkeit des Vorgesetzten, wie war die Wirkung des Personen, Abwechsels in der Organisation als Frage. Dann ist angesprochen worden, die Schwierigkeit, eine angemessene Balance zu finden zwischen der Herkunftskultur, autoritär, und der kommenden angestrebten Zukunftskultur, die dialoggeprägt sein soll. Und deswegen haben wir uns ein paar Fragen gestellt, die wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, sonst lesen wir das alles so ab. Die wollen die Kernpunkte ansprechen. Es ist angesprochen worden, dass die Personen des Vorstandes, Herr Schumacher, im Grunde genommen sehr viel Respekt gezeigt hat, auch Macht vermittelt hat, weil sie offen über einzelne Fehler gesprochen haben. Auch. Der Punkt, der da war, die Persönlichkeitseinschätzung war imponierend, so als Tenor. Was als Frage da war, das sehen Sie an den einzelnen Aufzählungen, was als Frage da war, Moment, das war die Frage, wenn man zu den Maßnahmen kommt, was gemacht werden soll, möglichst nicht so schnell vorzugehen, das kam ja auch von den Kollegen, die eben vorgetragen haben, nicht so schnell vorzugehen, wie das tatorientierte Führungskräfte gern machen, sondern an der Stelle überlegt zu verlangsamen und zu sagen, eine Statusaufnahme zu machen, wie ist der konkrete Status des Veränderungsprozesses bisher, bevor einzelne Maßnahmen kommen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Sachen angesprochen. Hintergrund war, ich gehe gleich in die Details noch rein, dass der Eindruck da war, dass Ihre Konzeptbeschreibung an der Stelle richtig war, wo Sie über die Vergangenheit gesprochen haben. Richtig im Sinne von klar. Dass aber die Vorstellungen auf die Zukunft bezogen nicht ganz so klar waren, sodass wir nachher noch zu einer spezifischen Maßnahme kommen. Deswegen ist der Punkt wichtig, wo stehen wir? Und zwar das Unternehmen und die einzelnen Persönlichkeiten, die da eine wesentliche Rolle spielen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen im Grunde genommen in die Runde gespottet. Und da wurde deutlich, machen kann man viel, auch ganz Verschiedenes, auch ganz Gegensätzliches. Man kann an Top-Down-Maßnahmen denken, man kann an Großgruppenmaßnahmen denken, von oben wie von unten. Man kann an Schlüsselpersonen denken. Man kann an eine systematische Führungskräfteentwicklung denken, man kann symbolische Begriffe einführen, die Reizcharakter haben und so weiter. Aber die Frage ist eigentlich, wo ist der gegenwärtige Stand? Ja, wenn schon, dann Zeichnung. Und die Frage war, kann man mit den Schlüsselpersonen, kann man mit anderen Maßnahmen was erreichen? Ja, geht, aber die Frage ist, was sind die gegebenen Aufsetzpunkte? Und die scheinen uns noch nicht geklärt. Auch noch nicht ganz geklärt, wo sie eigentlich konkretisierend hinwollen. Deswegen haben wir gesagt, als Next Steps, ein Dialog zwischen Ihnen und internen, externen ist völlig offen, um zu klären, wo sie eigentlich hinwollen, wo die anderen hinwollen, um danach ein Konzept zu entwickeln und nicht mit fertigen Maßnahmen beim jetzigen Kenntnisstand direkt loszulaufen. Die Ergänzung kommt. Eine einzige Ergänzung. Ist nicht von mir. Genau, von der Gudrun. Ich hatte die Moderation und mir fiel dann auf in unserer Diskussion, dass es eigentlich auf drei Maßnahmen hinausläuft, die wir vorschlagen. Und vielleicht ist das ja ein bisschen erleichternd für Sie, dass wir versucht haben, eine Komplexitätsreduzierung vorzunehmen. Und zwar haben wir gesagt, naja, in der Strategieentwicklung ist es so, da gibt es eine Achse, die nennt sich Grad der Konkretisierung. Das ist hier oben Minus und hier Plus. Achtung, umgekehrt, und hier ist die Zeitachse. Und Sie sind in so einem Prozess von einer Entwicklung der Führungsstrategie oder der Führungskultur. Ja? Und da gibt es drei Schritte. Das erste ist, eine Ist-Analyse vorzunehmen. Also wo stehen wir denn jetzt heute mit all den Maßnahmen, die schon gelaufen sind? Wie ist unsere Organisationskultur heute, unsere Unternehmenskultur, und gibt es auch Subkulturen? Das erschien uns relativ wahrscheinlich, dass es halt ja einzelne Führungskräfte gibt, die einen anderen Führungsstil noch pflegen, und den müsste man sich im Einzelnen anschauen, wie kann man den einfangen. Und dass sie dann sagen, und was sind denn unsere Werte, wo wir hinwollen? Was ist unsere Führungskultur? Und da wussten wir nicht, wie viel Top-Down
ist sinnvoll und wie viel Bottom-up verträgt die Organisation? Stichwort autoritäre Führungsstil von der Herkunft. Das wäre herauszufinden. Es ist natürlich schön, hier die Werte, die Führungskultur auch bottom-up zu definieren, aber die Frage ist, wie viel verträgt die Organisation? Und dann eben Handlungsfelder zu definieren, was getan werden kann, um das zu erreichen. Und da hätten wir einen ganzen Blumenstrauß, den wir aber aus Zeitgründen jetzt einfach abkürzen. Das ist der Viktor Gotwald. Dankeschön. Genau. Das ist jetzt nicht zum Mitlesen, sondern das ist für mich sozusagen ein Notizzettel, damit ich nur das sage, was ich glaube wichtig war. Wir waren zunächst mal auch beeindruckt von der authentischen Darstellung, also haben gedacht, da steht jemand für was, und allein die Tatsache, dass sozusagen ein Vorstand das selber hier uns nahe bringt und seine Kriterien da so in den Raum stellt, das finden wir schon was Außergewöhnliches, und das entwickelt schon mal enorme Kraft, was enorm wichtig ist, glaube ich. Umgang mit Fehlern fand man auch klasse. Jemand hat gesagt, Mensch, das hätte ich mal früher erwartet, gleich müssten das Umgang mit Fehlern kommen. Auch das authentisch für uns nachvollziehbar, gut. Klare Darstellung mit den 6 Punkten, das ist überschaubar. Das ist jetzt nicht überkomplex, wo man sich irgendwie verliert, sondern klares Statement dazu. Dann, ich meine, wir waren da eine Menge Berater und Personal- und Organisationsentwickler. Irgendwie schaut man halt drauf und sagt, fällt uns nicht noch irgendwo ein blinder Fleck auf? Und wenn wir nur das Gras wachsen hören, wo was schiefgehen könnte, ja, wir müssen ja unsere Erfahrungen auch einbringen. Einfach nur zu sagen, alles ist gut, wäre uns zu wenig gewesen. Also haben wir ein bisschen gesucht, gesagt, Diskrepanz zwischen Respekt und Wortwahl. Haben wir da was gespürt? Kann das sein, dass es vielleicht so ist, dass man auf der einen Seite Respekt fordert und auf der anderen Seite Menschen, jetzt nehme ich mal bewusst ein bisschen ein krasses Bild, so wie Schachfiguren von der Entwicklung ins Qualität und in die Welt und dort hinüber so stellen, dass das irgendwie, ist das respektvoll? Ja, könnte sein, könnte auch nicht sein. Dann haben wir gesagt, bei der Wortwahl zum Beispiel dieser Schuss, das hat für uns so etwas Bedrohliches. Ja? Gut, jetzt sind wir vielleicht auch da empfindlich, vielleicht ist das ja gar kein... Genau, vielleicht ist das... Vielleicht ist das ja eher was Lustvolles als Bild, als Schuss. Aber wir hatten so gleich das Bild, Schuss, erster Schuss, Warnschuss, zweiter Schuss, Blattschuss oder was auch immer. Ja, ja genau. Ja. Also Feedback, aber an sich das Bild ist, glaube ich, schon klar. Also habt ihr den Schuss noch nicht gehört, ja, so ungefähr. Dann klare Kommunikation, das fand man toll. Bei der Kultur ist halt so das Interessante für uns, was ist denn die Kultur? Ist das das, was wir alle kennen von vielen Unternehmen, auch den eigenen zum Teil, was auf diesen Charts draufsteht? Oder ist es das, was die Menschen leben? Und im Zweifelsfall das Zweite. Das heißt, insofern ist die Frage, welche Kultur wird denn im Moment gelebt? Aber klar ist, in die Richtung möchten Sie gern mit der Kultur. Fragen und Überlegungen. Da haben wir gesagt, was würde uns noch interessieren? Weil im Grunde müsste man sich es ja noch näher anschauen, um noch näher reingehen. Da war unter anderem, wie wird zum Beispiel das Thema Fürsorge verstanden und gelebt? Haben ein bisschen unterschiedliche Bilder gehabt. Ich habe gesagt, ja, für mich ist das, was Sie beschrieben haben, mit ich schaue, dass ich niemanden abbauen muss, sondern dass ich dem eine Verstelle schaffe oder schaue, wo passt der gut hin? Zum Beispiel der Entwicklungsleiter, der offensichtlich besondere Stärken auf die Qualität auch hat, ja, was mir gut nachvollziehbar ist, was da ist. Aber wie wird es genau gelebt? Ja? Wie wird auch ein Warnschussgespräch, das kann ja vielleicht sehr positiv gelebt werden, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Bedrohungsgespräch, was weiß man. Dann Kriterien zu können und wollen, das war für uns auch interessant. So nach dem Motto, wer schätzt denn ein, ob jemand kann oder will? Wie passiert das? In der Regel macht es die Führungskraft, ja, die das dann sagt, aber gibt es auch noch andere Blickwinkel und wie subjektiv sind die? Glaube ich, eh klar. Gibt es Entwicklungspläne in dem Unternehmen, so wegen Karriereentwicklung? Übrigens fanden wir es sehr beeindruckend, Sie haben gesagt, jetzt ich brauche eigentlich stärker, dass die Leute in die Welt rausgehen, also schaffe ich die Spielregel, wer hier was werden will, so haben wir es zumindest verstanden, der muss auch mal in die Welt und ruckzuck ändert sich die Kultur, alle Leute wollen in die Welt. Ja? Also ruckzuck, das hat schon gedauert, aber das ist wirksame, glaube ich, Kulturentwicklung, indem man was vorgibt und dann auch schaut, wie die Leute damit umgehen und ob es dann weitergelebt wird. Ja, dann hätte ich mich interessiert, was hat denn den Erfolg aus Ihrer Sicht bisher ermöglicht? Also das ist ja, der Umsatz ist ja nach oben gegangen, ich weiß nicht, ob es der Gewinn auch so war, aber was waren denn da die Erfolgsfaktoren?
Das wäre für uns interessant aus Ihrer Sicht und auch aus der Sicht der Mitarbeiter. Dann haben wir noch Ideen und Erfahrungen haben wir noch eingebracht. Da haben wir eigentlich drüber gesprochen, was würde uns jetzt einfallen als nächste Schritte. Und da haben wir durchaus unterschiedliche Bilder gehabt. Das war aber schön, weil wir uns da gegenseitig befruchtet hatten. War zumindest mein Eindruck. Leitgedanken, diese Führungskriterien eigentlich in den Dialog bringen mit den Führungskräften. Weil sie haben sie jetzt, sie haben sie entwickelt mit Kollegen. Und jetzt, entweder sei es in diesen Führungstrainings, einfach mit den Führungskräften darüber sprechen, das erwarte ich gewissermaßen von euch. Wie könnt ihr das leben? Welche Hürden gibt es dabei? Wie wollt ihr das leben? Einfach um auch genau das vorzuleben, wovon sie sprechen, nämlich das Feedback kennenlernen. Wie kommt denn das bei euch an? Was habt ihr für Ideen dazu? Und genauso auf Augenhöhe. Also im Grunde, das Grundprinzip, glaube ich, genau das, was sie sich von den Leuten wünschen, einfach vorleben, konsequent vorleben. Da schauen, dass man das auch wirklich macht. Und je stärker sie es erlebbar machen können und je stärker sie damit auch erfolgreich sind, desto eher wird es zur Kultur, war so unsere Vermutung. Also vorleben, wo immer es geht. Dann ein paar Spielregeln. Da waren wir so am Überlegen. Ich habe irgendwie gesagt, ja, zum Beispiel ist uns eingefallen, jetzt müsste man doch eigentlich, wenn es das nicht schon gibt, Mitarbeitergespräche ganz systematisch einführen und dokumentieren, dass es die auch gibt. Dann habe ich gesagt, naja, ich finde das irgendwie auch, aber irgendwie ist das doch ein Zwischenschritt. Eigentlich wollen wir doch die Erfolge sehen. Kann man da nicht direkt in das Zielbild gehen, also in diese Stück weit größere unternehmerische Verantwortung der Führungskräfte reingehen, dass man gleich schaut, wie die das leben. Aber ich wurde dann auch überzeugt, und finde ich auch sehr nachvollziehbar, es braucht ein paar Spielregeln, die formal mal so eine Brücke bauen, die möglichst mit dem Erfolg verbunden sein sollen, wo man dann sehen kann, gelingt es uns damit zu arbeiten und dann kann man es weiterentwickeln. Also ein Set von wenigen Spielregeln, wo wir aber überzeugt davon sind und dann immer wieder drauf schauen, können wir sie leben, sind wir damit erfolgreich und wenn nicht, einfach anpassen. Und dann noch ein Satz, das fand ich irgendwie ganz, ganz lustig, da haben wir gesagt, ja, wie lang dauert sowas? Bah, viel länger als ihr meint, hat ihr immer gemacht. Die exakte Zahl ist uns nicht eingefallen und gesagt, eigentlich sollte man gar nicht drüber reden, wie lange es dauert, weil das kann ganz unterschiedlich sein. Es ist ein Prozess, der sich sowieso anpassen muss. Aber insgesamt hatten wir einen sehr positiven Eindruck und hätten ziemlich Lust gehabt, das spreche ich jetzt für mich und für ein paar, da noch stärker reinzuschauen, wie es schon gelebt wird und was die konkreten Umsetzungshürden sind. Ich bin Karin Wurth. Wir haben keinen Flipchart mehr, weil die andere Gruppe hat es verbraten. Nein, das stimmt nicht. Wir haben bis zur letzten Sekunde intensiv und zum Teil auch sehr vielfältig diskutiert und konnten uns mit Mühe zwingen, hier noch 8 Stichworte hinzuschreiben. Hätten gern 3 Stunden längeren Vortrag gehört und haben deswegen ein paar Stichworte, was aber nicht schlimm ist, weil vieles von dem, was wir diskutiert haben, was wir vielleicht auch vorschlagen, in den Raum werfen würden, wurde schon besprochen. Noch ein paar Aspekte von uns. Wir haben 2 Fragen beantwortet. Die eine war, ist die Story schlüssig? Sie haben es uns gefragt, sich selbst auch gefragt. Wir fanden sie, ich denke, wie die anderen auch, sehr begeisternd, sehr authentisch. Und fanden auch die Geschichte, die sie erzählt haben, die Geschichte der Entwicklung, auch sehr homogen in sich schlüssig. Es hat uns sehr gut gefallen. Und wir waren uns einig, wir kennen nicht so wahnsinnig viele CEOs, die uns so ähnlich beeindruckt haben. So, aufgefallen ist uns schon, dass sie uns diese Frage stellen. Stellen sie die uns, weil wir Coaches sind, weil sie eine Antwort wollen, ist auch ein bisschen Koketterie dabei. Da komme ich noch bei der zweiten Frage dazu, wie wir damit umgehen würden. Die Werte fanden wir sehr gut, ihre 3 Begriffe, und die fanden wir auch sehr neu in der Kombination. Ja, gerade Respekt und Feedback. Wir haben die Vorstellung, dass man das sehr gut ins Unternehmen transportieren kann. Also, dass das keine Werte sind, wo man die Augen verdreht und denkt, das ist so ein furchtbar theoretisches Konstrukt. So, die andere Frage, was uns noch auffiel, was auch schon anderen Gruppen auffiel, ist dieses Thema oder der Begriff Warnschussgespräche. Bei uns stand mal ganz kurz Jack Welch im Hintergrund mit seinen 10%, die bei GE jedes Jahr rausgeschmissen wurden. So krass ist es natürlich nicht, aber wir haben uns darauf geeinigt zu sagen, wir halten es durchaus für eine Herausforderung, die Warnschussgespräche mit Minderleistern in,
in einer guten Harmonie mit der Unternehmenskultur zu gestalten. Ja, vielleicht ist es auch nur der Begriff, der uns eben auch aufgefallen ist. So, der zweite Punkt war, wie können Sie Ihre Unternehmenskultur durchs ganze Unternehmen transportieren? Da fiel uns auf, natürlich durch das Thema Kommunikation auf allen Ebenen. Und da würden wir Ihnen gerne den Ball zuwerfen und sagen, das ist ja super, Sie sind CEO, Sie können sich alles Mögliche ausdenken. Das heißt, die Formate, die Sie wählen können, die können Sie auch nach Ihrem Gusto wählen. Sie können sagen, Sie machen eine Open Space Konferenz oder viele Großgruppenveranstaltungen, stellen sich hin, wie Sie sich auch vor uns hingestellt haben, und wirken genauso überzeugend. Das heißt, die Formate und Methoden, die können Sie selbst wählen. Aber wir halten es für sehr wichtig, dass eben die Kommunikation durch das ganze Unternehmen läuft. Der zweite Punkt ist, dass wir glauben, es könnte Unternehmen helfen, vielleicht auch Ihnen helfen, wenn es eine mögliche Messbarkeit gäbe. Also das Vertrauen, dass die Firmenkultur, dass die Methoden, dass sie funktionieren, durch Prozesse, durch Methoden, Zielerreichungsgespräche. Und es würde Ihnen selbst möglicherweise auch helfen, wenn Sie sich fragen, ja, ist das, was ich hier alles so gebastelt habe, ist das wirklich das Richtige? Wenn man dann sehen könnte, ja, es gibt eben eine Möglichkeit von Befragungen, von Messen und man sieht wirklich, es ist nicht nur das Bauchgefühl, sondern man kriegt auch mit, es tut sich was. So. Und der letzte Aspekt, den ich bringen möchte, ist, dass uns auffiel, Sie sind ja sehr schnell unterwegs, das haben alle gesagt, und dieser Kulturwandel ist noch nicht so furchtbar alt. Eigentlich sind Sie dabei, die Vergangenheit aufzuholen und im Jetzt eine entsprechende Firmenkultur zu implementieren. Aber eigentlich müsste man jetzt schon die Firmenkultur der Zukunft gestalten. Und das ist so unser letzter Aspekt, dass man eben, wie die Firmenkultur in Zukunft sein soll, dass es eben nicht aus den Augen zu verlieren ist. So, Gruppe, ihr habt noch 30 Sekunden. Fällt euch noch was ein? Ja, Fragen sind jetzt, glaube ich, genügend aufgeworfen. Das haben Sie einfach Gelegenheit oder wenn Sie den Klaus mit einbeziehen wollen, das ist jetzt ganz Ihnen überlassen und dann und wie viele Nachfragen und Dialog Sie wünschen, zulassen. Und vertragen. Bitte. Ja, danke schön. Also erstmal vielen Dank. Das ist ja fast peinlich, wie Sie mich loben. Aber es freut mich natürlich auch, dass ich bei einem Publikum, das sich in solchen Inhalten auskennt, dass sie sagen, gut, das passt alles so zusammen. Und das war auch die Frage, ist das Kulturgebilde, an dem wir arbeiten, ist das in sich logisch und schlüssig? Oder sagen Sie, ne, wenn ihr das macht, und das kommt ja ein Stück weit raus, wenn Sie sagen, Warnschussgespräch ist eigentlich nicht kulturadäquat zu dem Rest. Das haben Sie ja so durchklingen lassen, wenn Sie es auch nicht so direkt gesagt haben. Zu den Erfolgsfaktoren war vorhin eine Frage für das Wachstum und die Profitabilität. Wir haben drei wesentliche Themen angepackt. Wir haben das Systemgeschäft aufgebaut und damit eine Marktlücke gefunden. Das war sicherlich auch Glück. Das zweite ist, wir haben sechs Tochtergesellschaften in derselben Zeit im Ausland aufgebaut, zusätzlich in Märkten, in denen das Geschäft ordentlich läuft. Und wir haben zwei Produktionswerke im Ausland gebaut, in Amerika und in Indien, die ihren Wachstumsbeitrag mehr und mehr bringen. Houston schon seit einigen Jahren, Indien beginnt jetzt richtig zu laufen. Das waren die Arbeitsinhalte und ein weiterer wichtiger Faktor war, dass wir mit der Strategie ins Systemgeschäft zu gehen, in die Kernkultur des Unternehmens gekommen sind. Wir wollen dem Kunde Lösungen bieten und wir sind technikorientiert. Ich sagte, glaube ich auch, die Stahlianer sind nicht so geübt, Commodity-Produkte optimal preislich und kostenmäßig und marketingmäßig zu verkaufen, im Sinne von wir drücken das in den Markt. Die sind eher besser in der Frage, wie kann ich dem Kunde helfen, ein Problem zu lösen. Und damit passt Strategie und Kultur ganz ordentlich zusammen und das hat, denke ich, einen wichtigen Beitrag geleistet. Und dann haben wir einfach auch an ein paar Stellen Glück gehabt, dass das Unternehmen sich zur rechten Zeit in die richtige Schiene begeben hat. Und das gehört auch immer dazu. Das war die Frage zu den Erfolgsfaktoren.
Das mit den Warnschutzgesprächen, das nehmen wir doch mal mit, ob das dann dauerhaft der richtige Begriff ist. Das mit dem Tempo, das sagt der Herr Jäger auch immer. Wenn ich da mal kurz Stellung beziehen darf. Bis zu welcher Hierarchie gehen Warnschussgespräche? Der Begriff Warnschussgespräch, der stammt, wenn ich richtig informiert bin, gar nicht von uns, sondern das ist ein entstehender Begriff im Tarifvertrag Metall- und Elektroindustrie zum Thema ERA und Leistungsbeurteilung. Da gibt es eine zwingende Vorschrift bei ERA, dass wenn niedriger bewertet wird, dass der Mitarbeiter ein halbes Jahr vorher von der Niederbewertung in Kenntnis gesetzt wird über ein Gespräch. Und dieses Gespräch, das ist, glaube ich, auch so im Tarifvertrag verankert, heißt Warnschussgespräch. Ja. Und Nein, weil das ist ja das im betrieblichen Alltag, sowohl im alten Tarifgeschehen wie im neuen Tarifgespräch, ein zwingender Formalismus zu sagen, was muss das Unternehmen, was müssen die Führungskräfte machen, wenn droht, dass die Leistungsbeurteilung nach unten geht. Ne? Und von wir wollten, und das haben wir mit dem Betriebsrat ausführlich besprochen, wir wollten das im Unternehmen auch etablieren, dass das ernster genommen wird, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Wir haben in der Regel, ich sehe manche Gesichter hier, die sich mit Ära auskennen, es ist eben nicht über Dauer die gaußsche Normalverteilung, sondern diese Kurve schrumpft zusammen und am Ende haben alle 15%, nämlich die gleiche Leistungszulage. Das ist eine enorme Herausforderung für die Führungskräfte und für die Personalabteilung, dieses Thema flüssig zu halten. Das heißt, jeder, der sich in dem System bewegt, als Personalverantwortlicher oder als CEO, als Führungskraft, muss dafür Antworten finden. Und wir haben das mit den Betriebsräten so vereinbart, dass wir den Tarifvertrag umsetzen. Und das hat dazu geführt, dass wir die Betriebsräte sagen, ja, solange das Betriebsverfassungsgesetz und der Tarifvertrag ist, ist es in Ordnung. Die Hauptaufgabe war, die Führungskräfte dazu zu bringen, sich ein Bild zu machen, wer sind meine Kandidaten, denen ich eigentlich sagen müsste, ich bin mit deiner Leistung dieses Jahr nicht zufrieden. Und da haben wir angesetzt. Ja, und dann ist das Thema Warnschussgespräch, ich denke, dass es sogar im Tarifvertrag steht, ist für uns das Synonym, dass wir Führungskräfte rangeführt haben an die Aufgabe, differenziert eine Personenbeurteilung zu machen und dann auch frühzeitig den Tarifvertrag einzuhalten und diese Gespräche zu führen. Und das passiert nicht mit, wir hauen jetzt drauf, sondern wir haben die Führungskräfte geschult, dass sie sich vorbereiten auf diese Gespräche, dass sie begründen und dass sie das, wenn sie wünschen, zusammen mit der Personalleitung machen. Beim Warnschussgespräch in der Regel ist immer ein Betriebsrat dabei. Bitte schön. Nur eine Frage im Gesamtkontext. Wir machen sowas Ähnliches bei uns im Betrieb. Was ich interessant finde, Sie stellen das Feedbackgespräch mit dem Minderleister sehr stark in den Fokus. Wie handhaben Sie die Mitarbeitergespräche bei besonders guter Leistung? Man hat ja oft, dass man Mitarbeiter hat, die auch eine gewisse Frustration besitzen, weil sie einfach kein Feedback, kein positives Feedback ihrer Führungskräfte bekommen, wenn sie auch mal sehr gute Leistungen gemacht haben. Höchstens vielleicht gerade beim Tarifvertrag in dem einmal jährlich stattfindenden Beurteilungsgespräch. Aber hier haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, auch zeitnah Feedbackgespräche in Richtung positiver Kritik. Ja. Wie wird positives Feedback rübergebracht? Ja. Möglichst zeitnah, ja, so nicht, dass es im Leistungsbeurteilungsgespräch dann ein Jahr später stattfindet. Wir versuchen unsere Führungskräfte dazu zu motivieren, dass das Mitarbeitergespräch nicht einmal im Jahr stattfindet, sondern dass es regelmäßig Mitarbeitergespräche gibt. Und das ist die einfache Übung, die Leute zu loben und unmittelbar das Thema, wenn Erfolge da sind, was Tolles gemacht ist,
da haben wir von unserer Kultur her nicht das Problem. Ob wir es genügend oft und deutlich machen, das ist eine wichtige Fragestellung, die ich mitnehme. Für unsere Kultur war es wichtig, dass wir unsere Führungskräfte auch dazu ermutigen, unterstützen und in die Lage bringen, dass sie Feedback geben, das negativ ist. Wo es darum geht, deutlich anzusprechen, ich bin unzufrieden, und das so konkret machen, dass dann auch Möglichkeiten bestehen, sich zu überlegen, was muss denn jemand anders machen. Der Tarifvertrag bezieht die Tarifmitarbeiter mit ein. Bei uns ist es so, dass wir überhalb der Tarifmitarbeiter nur noch einen außertariflichen und leitenden Bereich haben. In der Regel hat der außertarifliche und der leitende Bereich eine Zielvereinbarung. Und auch dort wird im Prinzip pro Jahr Zielvereinbarungen gemacht, das kennen Sie alle, das ist der Klassiker, das ist eine Kombination zwischen kollektiven und individuellen Zielen und Bereichszielen. Und da wird dann auch mindestens einmal im Jahr über den Zielerreichungsgrad ein Gespräch stattfinden. Und da gibt es jetzt nicht den Formalismus Warnschussgespräch, aber es gibt die deutliche Auseinandersetzung mit der Führungskraft, wenn die Ziele nicht erreicht worden sind, was sind die Gründe da dafür? Inklusive Verhaltensziele. Damit wir da nicht hängen bleiben an dem Fokus, würde ich gerne, was ich jetzt im Gespräch mit dem Klaus zwischenrein noch aufgeschnappt habe, noch andere Bezugsfelder für Kulturbildung ansprechen. Das eine war, Sie sind eine Aktiengesellschaft, bei der 51% in Familienbesitz sind, und offenbar haben Sie einiges zu tun, um mit der Familie im guten Einvernehmen zu sein, die Sie ja brauchen, als Stärkung für ihre Politik. Das fände ich interessant. Und dann habe ich als zweite Ebene in der Einführung so gesagt, finde beeindruckend, dass da viel in Kindergärten gemacht wird, und habe das so ein bisschen flapsig gesagt, das ist sehr frühes Personalmarketing. Es scheint aber sehr viel mehr als das zu sein. Es ist Regionalentwicklung, da ist ein Verbund mit anderen Unternehmen in der Region, um die wenig Naturwissenschaft und Technik affinen Erziehungsinstitutionen, um dort was zu tun, was die öffentliche Bildung offenbar nicht leistet. Und das finde ich auch spannend, um auch das ganze Spektrum aufzumachen, wo Sie Kulturarbeit leisten müssen. Dankeschön. Ja, das erste war die Familie. Die Familie hat sich Anfang der 90er Jahre aus der Führung des Unternehmens zurückgezogen, ist noch im Aufsichtsrat vertreten mit 3 Mitgliedern, 3 externe Manager und 3 Arbeitnehmer. So sind wir strukturiert. Sie hält die Mehrheit. Und ich würde das mal so formulieren, die Familie kontrolliert das Unternehmen, aber sie versucht es nicht mehr zu führen. Das ist auch schwierig, es sind 45 Mitglieder mittlerweile. Die gibt uns den Rückhalt, dass wir manchmal Entscheidungen treffen, die wir als sogenanntes Free-Float-Unternehmen mit 80% freihandelbaren Aktien so wahrscheinlich gar nicht treffen könnten, weil dann gleich weil dann der Kurs abstürzt und man in Übernahmeziel wird. Also da sind wir deutlich besser aufgestellt. Und im Übrigen darf ich die Familie nicht stärker informieren als den normalen Kapitalmarkt. Es geht also vieles auch darüber, dass wir die Familie sozial stärker an das Unternehmen heranführen. Wir machen seit einigen Jahren jedes Jahr einen Besuch an einem der Standorte, wo wir die Familie rumführen, wo die Mitarbeiter auch präsentieren, was sie machen, sodass die Familie eine emotionale Bindung zum Unternehmen hat, auch wenn sie es nicht operativ führt. Das ist ganz wichtig. Und zum Zweiten informieren wir sie natürlich, so wie wir auch den Kapitalmarkt informieren, über unsere Strategie und über die Zahlen und hoffen, dass sie eben einverstanden und zufrieden ist. Und bisher, die letzten Jahre, sind wir da eigentlich ganz gut miteinander ausgekommen. Das vielleicht zur Familie, aber nochmal, die Familie ist ein wichtiger Anker für uns, für unsere Art, wie wir das Unternehmen führen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war die sogenannte Innovationsregion Kocher-Jagst, heißt das. Das ist also ein Verbund, an dem mittlerweile 25 Unternehmen Mitglied sind. Und begonnen hat es damit, dass wir gesagt haben, wir müssen den Grundschullehrern helfen, Technik zu vermitteln, positiv zu vermitteln, haben damals eine CD entwickelt, da hatten wir jemand eingestellt, der das macht, haben auch heute noch jemand eingestellt, eine CD mit Lernmitteln entwickelt für die Schule.
12 CDs sind es mittlerweile, ja, für die Schule. Aber bitte? Richtig, ja. Also da, aber da ist der Herr Jäger näher dran. Da kannst du mehr dazu sagen. Die Hauptaufgabenstellung war, dass wir hier ja in der Region, das klingt immer so überheblich, das ist die Region der Weltmarktführer. Es gibt sehr viele Firmen hier, die strukturell sehr ähnlich sind. Mittelständler wie wir, zwischen 1500 und 2000 Mitarbeiter, machen 80% im Export, sind technisch hochversiert und haben den demografischen Wandel vor den Augen. Das heißt, wenn wir heute das analysieren, wissen wir, dass uns irgendwann mal die Fachkräfte ausgehen. Wir wissen auch, dass der Drang in die Hochschulen mehr in Betriebswirtschaft, in soziale Fächer, in Dienstleistung geht. Und wir als Langfristperspektive ziemlich uns damit beschäftigt haben, wie sorgen wir hier in der Region dafür, dass wir genügend technischen Nachwuchs gewinnen und haben werden. Und sehen auch, dass die Bildungspolitik da nicht so schnell reagiert, wie wir es für notwendig erachtet haben. Und dann hat diese Innovationsregion ein Projekt gestartet. Wir haben in Öhringen ein Institut, das Kindergärtnerinnen ausbildet. Wir haben den Professor Spitzer dazugenommen, um zu sagen, was sind denn Prägungen im Kindergarten und in der Grundschule, die heute die Gehirnforschung uns zur Verfügung stellt, wo wir sagen können, mit welchen didaktischen Mitteln müssen wir vorgehen, um Kindergarten und Grundschule sind Frauen geprägt. Das soll AGG-mäßig, ist das ein gefährliches Statement, aber man weiß auch, dass die Affinität dort, was Vermittlung von Technik angeht, nicht zum Besten gestellt ist. Und dann wurden Curriculum entwickelt mit diesen Lernhilfen. Wie kann man spielerisch für diese Zielgruppe Technik nahebringen? Und ein Modell war zu sagen, wir bilden unsere Azubis aus. Wir haben Kooperationen zu bestimmten Grundschulen und Kindergärten und regelmäßig gehen von uns die ausgebildeten Azubis einen Nachmittag oder einen Vormittag in den Kindergarten und spielen mit den Kindern. Beispiel: Eimer Wasser, Stein, Kork. Warum geht der Stein unter und warum schwimmt der Kork? Das wäre so ein schönes, ganz einfaches Beispiel zu sagen, da kann man im Kindergarten mit den Kindern spielen und bestimmte Neugierde wecken, um diesem Phänomen auf die Spur zu gehen. Warum geht jetzt der Stein unter und warum schwimmt der Kork? Und da wurden dann 12 CDs gefüllt mit Curriculum, mit Material für Kindergärtnerinnen, für Grundschullehrer mit der Idee, technischen Grund, Neugierde zu wecken, Anschauungsunterricht zu gehen, wie man das nahebringen kann. Und die ganzen Firmen dieser Region finanzieren das dann mit. Wir haben das Kultusministerium gewonnen. Aber der Hauptpunkt ist, dass wir überzeugt sind, man tut nur Gutes, wenn man es auch tut. Und dieses Projekt Mintec, das hat ja dann auch Nachfolge gefunden. Verbände haben das aufgenommen, um mehr auch in Mathematik, Naturwissenschaft, Informationstechnik zu investieren. Diese Innovationsregion hat frühzeitig diese Entscheidung getroffen, den demografischen Wandel analysiert und gesagt, was können wir hier für unsere Region tun? Und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die wir hier aus dieser Innovationsregion dann an Initiativen und an so Modellen starten. Das auch. Vielleicht jetzt noch die Themen mit Ihnen, bevor Sie weg müssen, dann können wir den Klaus Jäger, weil ich noch ein, zwei Fragen, ich will da noch vielleicht noch ein bisschen durch. Ja. Achso, Sie brauchen erst das. Dann brauchen Sie es nicht wiederholen. Sie haben auch gefragt nach einer Möglichkeit, wie gehen wir jetzt dran? Ich bin unternehmensinterne, wir beschäftigen uns auch gerade damit. Und wenn ich die Organisationsentwicklung anschaue, dann stellen wir uns gerade die Frage, wie wir Dinge, die wir in anderen Bereichen neu jetzt gut machen, die uns da inspiriert haben, übernehmen. Und die zwei Themen, die uns da am meisten bewegen, ist agile Softwareentwicklung und Lean, die wir in Produktion und jetzt auch administrativen Prozessen umsetzen. Wenn wir das nehmen und schauen, was heißt es dann für die Organisationsentwicklung,
dann ist die Konsequenz, nicht das eine große Kulturprogramm zu machen, zu planen für 2-3 Jahre, sondern kleine Schritte zu machen. Wir hatten vorher schon Entschleunigen, Komplexitätsreduzierung, also sich ein paar Themen vorzunehmen, die zu tun, konsequent zu tun, mit jedem neue Geschichten zu schreiben, die dann die alten, aus der alten Kultur vergessen lassen. Neue Kultur, neue Geschichten, neue, so machen wir das hier, Geschichten. Und schneller, aber kleiner die Dinge anzugehen. Wie inszeniere ich das richtig? Wie nutze ich die Bühnen, die da sind, damit jede Geschichte die Chance hat, ein hilfreiches Element in Richtung der neuen Kultur zu sein und nicht die alte nochmal zu wiederholen, aber auch nicht so riesengroß zu machen. Und wenn mal eine schief geht, gut, warum? Analysieren und dann wieder die nächste Geschichte schreiben. Ich finde das für mich sehr entlastend, dass ich nicht mehr so ein großes Ding vor mir habe, sondern das klein, iterativ und mit Fokus angehen kann. Was meinst du mit Geschichten schreiben? Die für mich schönste Definition von Kultur ist, dass es die Summe der so machen wir das hier Geschichten. Was erzählt mir ein Mitarbeiter, wenn ich reingehe und sage, ihr habt hier einen Minderleister, um bei dem Beispiel vorhin zu bleiben, was passiert mit so einem Menschen? Und ich habe jetzt vorhin aus Ihrer Erzählung gehört, dass der Fairness halber auch die Mitarbeiter schon erkennen, ich leiste hier viel und es gibt welche, die wollen nicht. Die ruhen sich hier aus. Und dass jetzt auch in der Mannschaft schon das Gefühl entsteht, es ist fair, solche Leute vorzuwarnen, ihnen die Chance zu geben, aber wenn sie wirklich nicht wollen, gut, dann sollen sie sich einen anderen Job suchen. Ja, das ist ja ein Riesenschritt in der Mannschaft weg von, wir schleppen jeden mit, zu ganz konsequent zu sein, wir leisten alle, aber dann jeder nach seinen Möglichkeiten und dann fordern wir es auch unter den Kollegen ein. Und so eine Geschichte zu schreiben und davon von vor, ich bin jetzt mal 10 Jahren, nein, also jeder ist bei uns wertgeschätzt und darf und muss und so, hinzukommen zu, wir erwarten, dass jeder seinen Möglichkeiten nach hier wirklich gut leistet. Jetzt habe ich die Geschichte verstanden, was meinen Sie mit Schreiben? Im Sinne vom Inszenieren. Jede Situation, die Sie haben, wie hier zu stehen oder vor Ihren Mitarbeitern zu stehen, ist eine Chance, eine neue Geschichte zu schreiben, die Ihre Mitarbeiter sich erzählen. Und das Umsortieren Ihrer Führungskräfte zum Beispiel, das ist wahrscheinlich eine Geschichte, die sich viele im Unternehmen erzählt haben, sprich erstmal verstehen, was passiert da, wie ist das gemacht worden, mit welcher Art ist das gemacht worden, ein respektvoller Umgang oder den Fehler, den Sie vorhin beschrieben haben, im Sinne dieser Preisliste. Wie sind Sie mit dem Fehler umgegangen? Das ist eine neue Geschichte. Und so wie Sie sich in der Geschichte verhalten, können Sie sie in unterschiedlicher Art schreiben. Und die Leute beobachten sehr genau, wie diese Geschichten ablaufen und erzählen sie sich gegenseitig. Darf ich gerade ergänzen? Eine schöne Geschichte von Stahl ist ja, Sie haben vorhin die Familie angedeutet, und ich habe es erlebt, dass eben auch die Mitarbeiter ihrer Familie zeigen sie den Betrieb, so machen wir das. Das ist zum Beispiel auch eine schöne Kultur. Ein ganz konkretes Beispiel von Dagmar aufgreifen. Und zwar haben Sie eben die Geschichte erzählt, der Fehler, der hat 70.000 Euro gekostet. Und da ist die Frage, was hat sich da eingeprägt? Also wir in unserer Gruppe haben eben gesagt, und das kam bei mir an, das war intuitiv eine Geschichte, die bei mir keine positive Rückmeldung hatte. Also und Sie haben wahrscheinlich, ist dieser Mitarbeiter oder diese Führungskraft auch wirklich in der Realität gut dabei weggekommen. Aber angekommen bei mir intuitiv ist eher, oh, ne, also solche Fehler sollte ich mir nicht zu oft erlauben, weil 70.000 Euro ist schon eine Menge Geld. Und das sollten, wir haben ja auch noch viele andere Projekte, die wir hier alle stemmen wollen. Das waren von Ihnen gesprochene Worte innerhalb dieser Geschichte. Und diese Geschichte hätte man ganz anders beschreiben können, damit sie in der positiven Erinnerung bleibt, wie Sie es auch gemeint haben. Das war jetzt aber keine Frage, sondern aber für mich sehr interessant. Ja, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Das war eine Antwort auf Ihre Frage, ja, genau. Oder ein Angebot. Also, dann darf ich das. Wir hatten noch eine Frage, und zwar Mikro. Das war lauter ohne Mikro. Ja, das Mikro ist nicht dafür geeignet. Das muss im Reichweite sein. Wir hatten noch eine Frage, wie haben Sie das gemacht, dieses Top-Management auszutauschen? Wie ist es Ihnen gelungen, die Kompetenzen richtig einzuschätzen?
Dankeschön. Und das war ja auch eine Frage auf einem Ihrer Charts. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Deswegen sagte ich vorhin, ich habe dann erstmal ein halbes Jahr oder 8 Monate lang genau das Unternehmen genau in der Führungsstruktur weitergeführt wie vorher. Ich hatte nur dann beide Aufgabenfelder im Vorstand und habe die Chance gehabt, mit jedem ein Stück weit zu arbeiten. Es war eine sehr anstrengende Zeit, weil ich plötzlich die nahezu doppelte Leitungsspanne hatte und habe dann den Eindruck, den ich bisher hatte, irgendwo entweder verfestigen können oder auch teilweise noch deutlich verändert. Und dann haben wir viele Gespräche geführt. Da habe ich mit dem Herrn Jäger natürlich auch einen Partner, der auch ein gutes Bild von den Menschen bekommt oder hat. Und da haben wir viel miteinander diskutiert. Und dann habe ich an einigen Stellen auch ein Risiko genommen, ob er sich da reinfindet, ob das nachher so funktioniert. Aber im Großen und Ganzen war ich mir sehr sicher, dass es funktionieren wird. Sonst hätte ich es nicht in dem Umfang machen können. Und also das Wesentliche war, einen Eindruck verschaffen und mit jemandem Vertrauten darüber reden, was man da tut und ob das in die richtige Richtung geht. Und dann erst die Entscheidung bekannt gegeben. Und ich habe zu dieser Entscheidung auch entsprechend erläutert. Es war vorhin auch eine Frage im Gang, wie haben Sie das überhaupt kommuniziert? Ich habe da einen relativ umfangreichen Foliensatz gebaut, mit dem ich genau erkläre, was der Auslöser ist, nämlich, dass wir die Technologie besser erschließen wollen, dass wir in der Qualität Fortschritte machen wollen, dass wir bestimmte Themen auch von außen besetzen müssen, um mehr Wissen vom Markt in die Organisation zu bringen. Und mit dieser Erklärung bin ich dann rausgegangen und habe das so versucht rüberzubringen, dass keiner von den Betroffenen oder dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl hatten, da sägt er jetzt ein paar ab. Das war meine größte Sorge, dass dieser Eindruck entsteht. Ist natürlich nie ganz vermeidbar, wenn man so eine Rochade macht, dass solche Fragen auftauchen. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, gelungen. Und wenn ich heute das anschaue, dann sind bis auf einen alle Führungskräfte in der Position, die wir vor 1,5 Jahren definiert haben. Und das ist schon mal ein Erfolg. Es hat also wenig Frustration, dass jemand sagt, nee, damit kann ich jetzt nicht leben und geht. Und das Zweite ist, dass ich sehe, dass wir in den Feldern, die ich besetzen wollte, sehr gute Fortschritte machen. Also die ich neu besetzen wollte, sehr gute Fortschritte machen. Und dass insgesamt das Team wesentlich positiver zusammenarbeitet, als das vorher der Fall war. Und ich bin auch sicher, dass gerade auch die Tatsache, dass die teilweise neue Aufgaben hatten, das ist mir aber erst später klar geworden, auch dazu geführt hat, dass die Kollegen alle irgendwo aufeinander angewiesen waren. Wenn jemand in so einer Situation, aus so einem Führungswechsel heraus, auf seiner Aufgabe bleibt, dann hat er ja seine Position verteidigt, er ist verankert und er ist nicht darauf angewiesen, mit den anderen zusammenzuspielen. Er macht es ja schon immer richtig. Und dadurch, dass fast 50% der Führungskräfte neue Aufgaben hatten, war der Drang, zusammenzuarbeiten, auch erheblich. Und das hat sich auch positiv ausgewirkt. Also wenn ich heute zurückblicke, bin ich heilfroh, dass ich es so gemacht habe. Das war der richtige Schritt und es führt im Unternehmen zu einer anderen Arbeitsweise und zu einer anderen Zusammenarbeit. Heißt das damit, dass Sie sehr viel Unruhe in der Organisation strukturell genutzt haben, um die Kultur zu ändern? Also ja, gut, natürlich habe ich damit auch Unruhe gestiftet, aber ich habe mit dieser Unruhe keinen Kulturwandel im ersten Sinne erreicht. Der Kulturwandel ist dadurch entstanden, dass die Führungskräfte vorgelebt haben, wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen zusammen Lösungen finden und wir müssen vorankommen. Und das hat noch keinen Kulturwandel gebracht. Das hat einfach erstmal eine bessere Zusammenarbeit im Unternehmen gebracht. Am Kulturwandel arbeiten wir ja erst. Das habe ich, denke ich, heute auch versucht rüberzubringen. Deswegen ja auch die Frage, wie trage ich solche Überlegungen jetzt konzeptionell so ins Unternehmen, dass es jeder nachvollziehen kann. Ich hatte das so verstanden, Sie waren jahrelang Vorstand für einen Bereich, einen Bereich geleitet und der andere Bereich wurde durch Ihren Kollegen auf eine andere Art und Weise geleitet.
Wie war denn die Kultur in dem Bereich, den Sie geleitet haben? War diese Kultur schon so, wie Sie es jetzt sozusagen auch auf den anderen Teil übertragen wollen? Oder haben Sie sozusagen das Unternehmen als Ganzes jetzt im Blick? Ich muss da auch mal noch dazwischen, wenn ich ernst nehme, dass Sie um 6 weg wollen, würde ich gerne noch 2 Fragen einsammeln und dann haben Sie noch mal kurz Gelegenheit, sodass wir auch Respekt vor Ihren Zeitplänen haben. Ja, wir hatten uns gefragt in der Gruppe und das würde mich auch jetzt noch interessieren, wie sehr wissen Sie, inwieweit Ihre Werte, die Sie vorhin genannt haben, also Mut, eigene Entscheidungen zu treffen, Feedback, Respekt und so weiter, wie die in den einzelnen Ebenen des Unternehmens gekannt werden, wie sie dort ankommen und wie sie gelebt werden. Das passt auch gut zusammen mit der ersten Frage. Bei mir passt die Frage zu Ihrem persönlichen Vorgehen. Sie haben gesagt, Sie haben sehr, sehr intensive Gespräche geführt mit den direkten Mitarbeitern. Das ist dann aber schwierig, wenn es um die weiter unten liegenden Mitarbeiter geht, kann man als Vorstand nicht alle so intensiv kennenlernen. Also sind diese Werte, die Sie formuliert haben, auch in die Personalentwicklungsinstrumente, 360-Grad-Feedback und sowas mit eingeflochten worden, sodass Sie sagen können, wir sorgen insgesamt über die Kaskade der Führungskräfte hinweg zu einer systematischen Entwicklung unserer Kultur. Jetzt muss ich die Fragen nochmal sortieren. Also die Frage 1 war, wie war die Führungskultur in meinem Ressort und wie war sie beim Kollege und wie ist sie heute? Die Frage 2 war, wie weit sind die Ideen, die wir hier beschreiben, schon runter kaskadiert im Unternehmen? Und die Frage 3 war... Nee, das war die dritte Frage. Ja. Ah ja. Die Kultur ja, okay. Gut. Ich glaube, dass ich sagen darf, dass die Kultur in meinem Ressort schon weitgehend so war, wie ich es heute im ganzen Unternehmen erlebe, dass die Führungskräfte einen hohen Entscheidungsspielraum hatten und den auch genutzt haben und auch schon ganz gut zusammengearbeitet haben. Das darf ich, glaube ich, sagen. Dadurch, dass nur ein Teil des Unternehmens betroffen war, hat sich das aber noch verstärkt, weil natürlich bestimmte Prozesse, da ist man dann sehr schnell an Grenzen gestoßen, weil man ins andere Ressort ja nicht einfach hineinwirken kann. Und deswegen denke ich, dass im Wesentlichen die Ideen, die ich da schon realisiert hatte, jetzt im Gesamtunternehmen arbeiten. Das ist mal Punkt 1. Würdest du das so stehen lassen, Klaus? Oder? Okay, gut. Dann, wie weit sind diese Überlegungen schon im Unternehmen bekannt? Sie sind noch nicht sehr bekannt, glaube ich. Ich habe das jetzt bei Führungskräfteveranstaltungen mal gesagt. Ich habe das bei einer Betriebsversammlung mal so erläutert. Ich habe das bei der Weihnachtsfeier noch mal so angesprochen. Also ich habe versucht, diese Themen anzusprechen. Aber ich bin ziemlich sicher, das geht links rein, rechts raus, weil das ein Thema ist, das ist doch recht abstrakt. Und es dauert sicherlich länger, bis man sowas im Unternehmen hat und es ist nicht nur mit Vorträgen zu machen. Ich habe auch die Erfahrung gemacht im Strategiebereich. Wir arbeiten jedes Jahr aus, wo wollen wir nächstes Jahr hin, was sind die wesentlichen strategischen Schritte. Ich bin dann zu vielen Veranstaltungen hingegangen und habe das vorgestellt. Musste aber feststellen immer wieder, dass ich überrascht bin, wie wenig auch in den nächsten Ebenen davon ankommt. Dass also die Führungskräfte sich schwer tun, diese Strategie zu nehmen und dann weiter zu erzählen. Im Ganzen. Das ist etwas, was ich über Jahre immer wieder gemacht habe. Ich habe das vorgestellt und mich nachher gewundert, warum das so viel nicht ankommt. Das haben wir jetzt geändert und ähnlich stelle ich mir es dann auch bei unserem Kulturthema vor. Wir haben letztes Jahr die Strategie auch wieder erarbeitet. Wir haben einige neue Schritte gemacht. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen diesmal mehr Aufwand betreiben. Habe ich Präsentationen gemacht nach alter Lesart, international und national. Und dann ist der Matthias Kuch, der für Strategie zuständig ist, nach 2 Wochen nochmal mit denen zusammengesessen, hat alle Folien nochmal aufgelegt und zu jeder Folie Feedback eingesammelt. Was meint ihr dazu? Was müssen wir ergänzen? Wo sind wir gut? Wo sind wir schlecht? Und dieses Feedback hat er dann zusammengetragen und das haben wir dann wieder im Managementkreis diskutiert.
Das war schon mal ein Fortschritt und da merke ich schon eine Verbesserung, weil die Leute sich mal einfach mal damit beschäftigen mussten und konnten. Und der nächste Schritt, den machen wir jetzt gerade, jetzt muss die nächste Ebene, die Vertriebsleiter in dem Fall für die einzelnen Regionen, die Strategie alleine vorstellen. Da gehe ich gar nicht mehr hin für diese Strategievorstellung. Die ersten zwei Mal war jetzt der Matthias Kuch noch mit dabei, aber er hat es nicht selbst vorgestellt, sondern es muss der Regionalvertriebsleiter erläutern. Und ich gehe dann zum Ende der meist dreitägigen Konferenz und lass mir einfach erzählen, was sie sich erarbeitet haben. Und dann frage ich ab, was von der Strategie hängen geblieben ist. Also dann bei meiner Schlussrede wandere ich dann so durchs Publikum und frage die Kollegen, was ist jetzt eigentlich wichtig dieses Jahr, was sind unsere Hauptprioritäten. Und da merke ich jetzt schon, dass wesentlich mehr ankommt. Und meine Hoffnung ist, wenn jetzt die nächste Ebene gezwungen war, sich damit inhaltlich ganz anders zu beschäftigen, dann wird es auch in der Tagesarbeit viel besser ankommen, weil der ja tagtäglich seine Leute in die Richtung steuert oder auch nicht. Und der nächste Schritt ist, dass wir das, was wir jetzt im Vertrieb mit dieser Strategie machen, auch im Hauptwerk machen, dass die nächsten Ebenen mit ihren Mitarbeitern Workshops machen müssen, wo sie die Strategie nochmal erläutern und was heißt das für unseren Bereich. Und erst jetzt, denke ich, wird die Strategie richtig ankommen, weil was wir nicht machen können, ist die Strategie auf Papier schreiben, in allen Details und dann verteilen, dann hat es der Wettbewerb auch auf dem Tisch. Das ist leider so, ist verrückt, aber es ist so. Ja. Also es muss irgendwie über ein paar Bilder, über Sprechen und über Reden und Diskutieren reingetragen werden. Und die Strategie enthält auch nicht so viele Elemente, dass man es nicht nachher zum Schluss auf einem Blatt für sich zusammenschreiben kann. Und ähnlich stelle ich mir es jetzt auch mit dem Kulturthema vor. Ich habe jetzt schon auch in den Pausen und auch hier in Ihren Vorträgen ja immer wieder gehört, erstens nicht so schnell, das ist okay. Und zweitens schafft ihr Kreise, in denen diese Dinge diskutiert werden. Erstmal einen Kreis, um zu hören, ob das überhaupt richtig ist für uns. Und dann, was ganz wichtig ist, der Gedanke von Ihnen, guck erst mal, wo ihr eigentlich heute steht oder wo die Mitarbeiter sich heute sehen. Das war ist eine Idee, über die habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das wird ein spannender Prozess. Also das war für mich schon sehr wichtig. Und das Letzte war, wie wir diese Feedback-Kultur organisieren. Also im Prinzip hat es der Herr Jäger gesagt, Warnschussgespräche auf der einen Seite, Lob haben wir noch nicht systematisiert. Das kommt bei den Führungskräften darüber, dass man darüber diskutiert, was haben wir erreicht, was haben wir nicht erreicht. Aber wir sind noch sehr schwäbisch im Sinne von nichts geschwätzt ist recht weh. Ja, und das ist schon auch noch ein Problem, das in der Organisation zu verankern, dass man den Leuten auf die Schulter klopfen muss. Wenn ein Team was gut gemacht hat, dann gibt es mal ein Leberkäse-Essen oder sowas. Oder wenn eine Abteilung einen super Umsatz gemacht hat oder die Mitarbeiter ein Wochenende hingelegt haben, einen Auftrag rauszukriegen, wo der Kunde am Montag den Lastwagen schicken wollte, dann machen wir mittlerweile so kleine Events für die. Dann gibt es einen Leberkäse oder man steht einfach zusammen und trinkt ein Bier miteinander oder einen Saft und schwätzt drüber und freut sich und bedankt sich. Aber die Kultur, Einzelne systematisch zu loben, da müssen wir noch dran arbeiten. Und da haben wir auch noch kein Instrument, das wirklich greift. Weil das geht ja nicht mit dem Jahresgespräch, das ist eins der Probleme. Und was ich auch aufgeschnappt habe vorhin, natürlich kann man so, wie man Warnschussgespräche auch führt, kann man auch High-Performance-Gespräche führen, dass man mit denen, die sich super verhalten haben, genau das mit denen man adressiert und sagt, wo können wir euch hinentwickeln? Das hat der Herr Jäger schon eingesteuert. Das sollte im Rahmen der Jahresgespräche laufen. Ob das immer schon so ankommt, da werden wir sicherlich noch einiges an Arbeit leisten müssen. Okay, so. Ein kleines Fachliches noch. Ich habe vor kurzem einen Vortrag gehört, der davor gewarnt hat, Lob zur Währung zu machen. Sonst fangen die Leute an, mit einer Belohnung zu rechnen und das ist demotivierend. Also da muss man genau hingucken. Beispiel war eine Gemeinde, die bereit war, ein Atommülllager zu nehmen, weil sie in der Verantwortung war, jemand muss das ja. Und dann hat man versucht, sie mit Geld dafür zu entlohnen und danach waren sie nicht mehr bereit. Mhm. Ja. Also ich finde das wichtig, aber die Schwaben haben vielleicht auch in einem recht. Nein, das ist schon ganz wichtig, wenn
wenn etwas gemacht wird, weil man sich sozial verpflichtet fühlt oder weil man sich der Gruppe verpflichtet fühlt, dann macht man es deshalb und nicht wegen Geld. Und wenn man da Geld dahinter legt, dann wird das dann zum Standard, dann verdorrt man das Geld. Das ist richtig, da muss man aufpassen. Ja, mir bleibt nur, ich glaube, das ungeteilt im Namen aller, Ihnen sehr herzlich zu danken. Das wird uns sehr anregen und wir werden sicher heute noch viel zu reden haben. Ich darf mich mit, wir haben leider vom DBVC aus kein kleines Präsentchen, deswegen aus unserem Hause ein Kalender und ein Sprüchebüchlein. Vielleicht inspiriert es Sie außerdem noch irgendwie. Und vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns auf diese Weise bereichert haben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Zum einen tut es einem natürlich auch gut, wenn man ein positives Feedback kriegt. Das ist ja auch nicht so üblich. Und zum Zweiten nehme ich heute eine Menge mit. Also es sind sehr viele gute Anregungen gekommen, die wir in der weiteren Arbeit einfließen lassen können. Also vielen Dank. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, und du hast auch noch ein bisschen Zeit, Klaus. Ich habe ja vorher schon mal die Frage gebraucht, alles selber. Und in der Pause haben wir noch mal drüber gesprochen. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen, die nicht so schnell auf den Bildschirm gekommen sind, wo ihr auch externe Dienstleistungen einkauft. Also, Wiedersehen. Vielen Dank. Und wo ihr auch Hilfe in Anspruch genommen habt. Und ich finde es auch wichtig, weil ich erinnere an eine Episode, das war ja auf einem Dialogforum, ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder so, da hast du ja gesagt, ich brauche Anbieter, die mir ein vernünftiges Konzept machen und es auch helfen umsetzen, wie wir ältere Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze wegfallen, rausfinden, was wir mit denen machen können, wie die umgeschult werden können, weil wir die halten könnten. Und ich erinnere mich damals, und weil es mich innerlich auch etwas entsetzt hat, dass wir nicht mehr zu bieten haben, da gab es, ja, ich kenne da einen Professor und da kann man eine Theorie dazu haben. Und da hast du sehr verständlicherweise gesagt, ich bin Personalleiter, ich brauche einen, der mir das macht und nicht einer, der mir sagt, wo ich mich dazu schlau machen kann. Und ich glaube, in der direkten Nachfolge hat sich aus unserem Kreis kein Anbieter gefunden, der so ein komplexes Thema auch genommen hat, und wo er wirklich was entwickeln hätte müssen mit euch, sondern waren alle vielleicht doch ein bisschen zu viel beschäftigt damit, ihre Produkte, die sie halt immer unterbringen, zu gucken, wo sie die unterbringen können. Und ich glaube, die ganze Szene entwickelt sich da weiter und auch zu diesem Thema ist es ja auch bei euch weitergegangen. Ich fände es einfach interessant, deine Erfahrung dazu zu hören. Die Fragestellung war mit Rente 67, dass wir durchaus mit 50er haben, deren Arbeitsplätze wegfallen und den goldenen Handshake gibt es nicht mehr und es sind dann noch 10 Jahre, wo jemand arbeiten muss und da war die Frage, wie qualifizieren wir 55-Jährige auf einen neuen Beruf? Das war damals die Fragestellung. Hat da jemand schon Konzepte, kann uns helfen, mit welchem, wie lernen die da und so weiter. Es gab in der 3 oder 4 Jahre her, es gab noch paar Reaktionen aus ihrem Kreis, aber so richtig auf der Pfanne hat es niemand gehabt. Ne, so von daher haben wir uns, das ist auch wieder ein Thema dieser Innovationsregion, haben wir uns selber geholfen und haben mit den Handwerkskammern zusammen Konzepte entwickelt, wie wir 2-jährige Berufsausbildung berufsqualifizierend in Berufen machen können, die unterschiedlichen Firmen hier brauchen. Ob das nun Industrieelektriker ist oder Logistikfacharbeiter, da haben wir uns hier geholfen, dass die Firmen sich im Verbund zusammengetan haben und geguckt haben, finden wir mit den Berufsschulen hier vor Ort Träger, die dann die berufliche Schulausbildung machen und dass wir die Praxis in den unterschiedlichen Firmen machen. Und da haben wir das ein oder andere Modell jetzt gestartet, wo wir für diese Zielgruppe 2-jährige Qualifizierung anbieten. Also das ist soweit weitergegangen. Ja, und wir haben ja heute gehört, es soll ganz toll gelaufen sein, dass da die
Das ist das, was wir jetzt innerbetrieblich machen. Das war auch so eine für mich als Personaler eine Grundsatzfrage, wie gehen wir damit um? Sie haben ein bisschen unsere Kultur gehört. Der Explosionsschutz ist ein Fachgebiet, wir haben wenig dokumentiert. Die Fachexpertise sitzt in den Köpfen der Mitarbeiter, der langjährigen Mitarbeiter. Wir haben, wenn ich es ein bisschen pointiert darstellen kann, wir haben so gut wie keine Fluktuation. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit, eine sehr hohe Treue. Wir haben letztes Jahr 3 50-jährige Betriebsjubiläen gefeiert. Müssen Sie sich mal vorstellen. Na, da gibt es Leute, die haben mit 15 bei uns angefangen und gehen dann in die Rente. Wir haben eine hohe Mitarbeiteranzahl, die bei uns gelernt hat und in Rente geht. Wir feiern dieses Jahr 47 Jubiläen. Bei uns wird 50, 40 und 25 gefeiert. Also das ist ein Kapital. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie kriegen wir den 62-jährigen Kirchengemeinderat mit einem gepiersten 18-jährigen Azubi zusammen, dass die auf Basis der Landmannschaft einen Know-how-Transfer hinkriegen. Also, das ist so ein bisschen flapsig ausgedrückt, die Fragestellung. Und steuern das jetzt und machen daraus ein Programm, möglichst Alte mit möglichst Jungen zusammenzubringen. Die ersten Erfahrungen sind, das hält die Alten munter. Da gehöre ich auch dazu. Das macht sehr viel Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und auch der gepierste Punk darf man nicht unterschätzen, dass der hohe Wissbegier hat. Also das ist sehr erfreulich. Vielleicht kann man beim nächsten, wenn wir dann mehr Erfahrung haben, das auch mehr auswerten, dazu mehr sagen. Ja, das ist eine große Herausforderung für uns, den Know-how-Transfer hinzukriegen, weil wenn Sie so diese Schaltstränge gesehen haben, das wird alles händisch verdrahtet. Wir haben da keine Großserien. Jeder einzelne Schaltschrank ist ein Unikat. Das ist eine kundenspezifische Lösung. Und diese Erfahrung, das braucht Zeit. Und da muss man miteinander arbeiten, das muss man miteinander vermitteln und austauschen. Und das wollen wir über so ein Projekt einfach gezielt fördern. Wir haben ja jetzt häufig gehört heute, dass bei Ihnen viel Wissen mündlich überliefert wird. Aus guten Gründen offensichtlich. Es gibt ja sehr viele Kulturen, alte Kulturen, die ihr Wissen genauso transferiert haben. Und vielleicht können Sie ja einfach von diesen Kulturen lernen, also von deren Techniken sozusagen übernehmen, ob das jetzt die alten Indianerkulturen waren oder wo auch immer, oder bei den Chinesen, die TCM. Vielleicht ist es auch etwas, was Sie übernehmen können, vielleicht tun Sie es auch schon. Aber vielleicht können Sie das auch als Metapher nutzen, als Bilder, weil da ist es für die Jungen leichter, von den Alten was anzunehmen. Ja, also dass dieser Altersunterschied nicht als belastend empfunden wird. Ja, ich neige sehr dazu zu sagen, der Ausflug in Datenbanken, was Wissensmanagement angeht, da haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja, so, das ist immer veraltet und nie gepflegt und stimmt nicht. Ich neige sehr dazu zu sagen, die Form jetzt, das im Alltag miteinander zu besprechen, nachzuahmen, zu imitieren, die ist die erfolgsversprechendere. Das andere ist natürlich, das hat Herr Schomager auch deutlich gemacht, kein einziges Element, das bei uns in den Produkten steht, geht ohne Zertifizierung raus. Das heißt, wir haben schon einen enormen Dokumentationsprozess, weil Zertifizierungsbehörden dahinter steht, es muss Freigabe gemacht werden. Also wir kommen nicht ganz ohne technische Hilfsmittel aus, aber das Know-how, was in der Fertigung notwendig ist, das glaube ich, kriegt man nur so hin. Ich denke, Sie sind da grundsätzlich auf einem guten Weg, weil der Mensch von Anfang an
observativ gelernt hat und nicht im Surfen bei Google. Ja, da haben Sie recht. Der Bernd hat mir gerade zugerufen noch, weil die Frage, welche Unterstützung von extern haben wir im Unternehmen? Ich glaube, der Herr Schumacher hat es eher fokussiert gesehen, bezogen jetzt auf die Kulturentwicklung. Natürlich holen wir uns Know-how von außen. Wir haben ein Führungskräftetraining, was wir mit externen Trainern bestücken. Wir haben eine Reihe von Organisationsentwicklungsprojekten über Jahre auch, wo externe Berater bei uns im Haus sind, ob das nun Logistikkonzepte sind, ob wir weltweiten Supply Chain Management aufstellen. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für unser Projekt in der Fertigung, eine Lean-Fertigung zu etablieren. Wir hatten in den Serienfertigungen viel Geld für Berater ausgegeben, die uns geholfen haben, eine Fließfertigung zu etablieren, dass wir effizient und schnell werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier in diesem mittelständischen Unternehmen alles selbst machen. Ganz im Gegenteil, wir sind uns schon bewusst, dass wir Know-how von außen brauchen. In der Führungskräfteentwicklung arbeiten wir regelmäßig mit Coaches zusammen. Also auch wenn wir bestimmte Kandidaten haben, wenn wir Konfliktkonstellationen haben, da bin ich als Personaler, auch wenn ich gegebenenfalls das Rüstzeug mitbringen würde, einfach der falsche Ansprechpartner. Ich bin immer derjenige, der dann auch Entscheidungen trifft und beurteilt. Und das ist für eine Coaching-Situation vertrauensvoll mit jemandem zusammenarbeiten, nicht immer zielführend. Manchmal geht es ganz gut, weil die Beziehung stimmt, aber in der Regel, mein Kollege, der Hannes Krause, hat einen ähnlichen Werdegang, ist in TA ausgebildet, hat eine Coaching-Ausbildung. Wir sind sehr, sehr rollenbewusst und vermischen diese Rollen nicht und arbeiten dann mit Coaches auf dem Markt zusammen. Nutzen Sie auch Peer-Coaching, also dass Sie sich untereinander wieder dieses Leitbild Feedback geben, nutzen? Wir haben diese Idee des Peer-Coaching 2 Jahre lang gemacht. Jetzt ist es so, das mittelständische Unternehmen ist nicht groß, ne? Und uns sind dann die Leute ausgegangen. Ne? So, und wir haben festgestellt, jetzt das nur als Ritual zu machen, ist nicht sinnvoll. Ja, dass wir dann wieder Abstand genommen haben und dann in den jeweiligen Einzelfällen uns genau eine Diagnose gemacht haben, uns einen Prozess überlegt haben, wie wir das auf die Wege bringen. Wir haben im Moment einen Standard, dass wann immer jemand Coaching macht, dass es ein erstes Gespräch gibt, wo Personal dabei ist, wo der externe Coach dabei ist und die Führungskraft, um sowas wie Vertragsarbeit zu machen, klar zu sagen, was ist die Erwartung des Unternehmens, was ist der Hintergrund, warum machen wir das? Und dann gibt es in der Regel eine Wegstrecke zwischen 4 und 5 Coaching-Sitzungen, die dann in der vertrauten Atmosphäre des Coaches und des Coaches stattfindet. Und dann wird eine erste Zwischenbilanz gezogen, wo wir von Personal und der Vorgesetzte wieder zukommen. Was auch für den Coach wichtig ist, sozusagen, gibt es Effekte im Alltag? Gibt es da Wahrnehmung von der Führungskraft, die eine Änderung sieht? Und dann wird nochmal gesteuert und nachjustiert. Und dann gibt es nochmal 3, 4 Sitzungen. Das ist im Einzelfall immer unterschiedlich. Und Coaching ist von vornherein eine endliche Geschichte. Wie viele Führungskräfte haben Sie? 80. Größenordnung. Danke, Klaus. So, es fühlt sich so an, als würde es zur Neige gehen. Ich will jetzt auch nicht die große Auswertungssause machen, aber einfach nochmal Fragen gibt es. Also zu dem Format, wie wir heute gearbeitet haben und so, ist es okay so? Gibt es Fragen, Anregungen? Mich hat es nochmal inspiriert, bei gewissen Fragen, also Anfragen von Unternehmen, dann einfach so 10 Coaches einfach einzuladen und die Geschichte erzählen zu lassen und dann so in der Art, also
Ideen zu sammeln. Ja, weil es kommt so, kam also für mich, nachdem ich es gehört habe, da kamen noch sehr viele andere Sachen dazu, die mir eingeleuchtet haben. Ja, schön. Okay, wenn da jetzt im Moment weiter so sein kann, müssen wir auch nicht lange reden. Um 7 gibt es dann das Essen und Trinken, ist beides inklusive mit den Kontaktmöglichkeiten im Restaurant. Hier, dann kann sich dann jeder auch noch ein bisschen frisch machen, oder wie immer das möchte. Morgen werden... Ach so, ja, ich soll sagen, nachdem es letztes Mal in der Systelius-Klinik scheint bis 1 ging, ich habe das nicht mehr erlebt. Also bis um 23 Uhr sollten wir das Feld räumen mit Rücksicht auf das Personal. Aber das sind ja, das, wenn man jetzt runtergeht im Eingangsbereich und dann diesen langen Gang nach hinten im ersten Stock ganz hinten ist das Restaurant, also im Haus hier. Morgen, ich will das vielleicht ein ganz klein bisschen vorrahmen, morgen haben wir ja ein Handelsunternehmen und da gehen viele Uhren anders und es ist, glaube ich, auch sehr viel von weltweitem Vertrieb, Verkauf, ich weiß gar nicht, ob wird es ein gehandeltes Unternehmen oder ist es ein aktienmarktgetriebenes Unternehmen? Familie, immer noch. Ja, also dieses Unternehmen, da wird einiges wohl anders sein. Das ist gut, wenn man sich innerlich ein bisschen darauf einstellt. Und ich finde es sehr spannend, aufmerksam zu sein, wie ein Unternehmen, deren Unternehmensgründer ja sich so viel mit Unternehmenskulturfragen beschäftigt haben, wie das in einem solchen Umfeld dann über Generationen hinweg und heute Management geführt sich darstellt. Der Referent morgen ist offenbar ein sehr vielbeschäftigter Mensch, der auch nur die Stunde referieren kann und dann gleich wieder weg muss. Es sind aber andere Mitarbeiter aus dem Unternehmen verfügbar, mit denen wir dann nachher Gespräch führen können, sodass ihr euch innerlich ein bisschen einstellen könnt. Dann beschließen wir für heute Abend. Wir sehen uns offiziell morgen früh um 9 Uhr dann wieder hier. Und gleich nachher im Restaurant hoffentlich. Tschüss. Da alles selber. Und in der Pause haben wir noch mal drüber gesprochen. Es gibt durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen, die nicht so schnell auf den Bildschirm gekommen sind, wo ihr auch externe Dienstleistungen einkauft. Also, Wiedersehen. Und wo ihr auch Hilfe in Anspruch genommen habt. Und ich finde es auch wichtig, weil ich erinnere an eine Episode, das war ja auf einem Dialogforum, ich weiß nicht, vor 3 Jahren oder so, da hast du ja gesagt, ich brauche Anbieter, die mir ein vernünftiges Konzept machen und das auch helfen umsetzen, wie wir ältere Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze wegfallen, rausfinden, was wir mit denen machen können, wie die umgeschult werden können, weil wir die halten könnten. Und ich erinnere mich damals, und weil es mich innerlich auch etwas entsetzt hat, dass wir nicht mehr zu bieten haben, da gab es, ja, ich kenne da einen Professor und da kann man eine Theorie dazu haben. Und da hast du sehr verständlicherweise gesagt, ich bin Personalleiter, ich brauche einen, der mir das macht und nicht einer, der mir sagt, wo ich mich dazu schlau machen kann. Und ich glaube, in der direkten Nachfolge hat sich aus unserem Kreis kein Anbieter gefunden, der so ein komplexes Thema auch genommen hat, wo er wirklich was entwickeln hätte müssen mit euch, sondern waren alle vielleicht doch ein bisschen zu viel beschäftigt damit, ihre Produkte, die sie halt immer unterbringen, zu gucken, wo sie die unterbringen können. Und ich glaube, die ganze Szene entwickelt sich da weiter und auch zu diesem Thema ist es ja auch bei euch weitergegangen. Ich fände es einfach interessant, deine Erfahrung dazu zu hören. Die Fragestellung war mit Rente 67, dass wir durchaus mit 50er haben, deren Arbeitsplätze wegfallen und den goldenen Handshake gibt es nicht mehr und es sind dann noch
10 Jahre, wo jemand arbeiten muss. Und da war die Frage, wie qualifizieren wir 55-Jährige auf einen neuen Beruf? Das war damals die Fragestellung. Hat da jemand schon Konzepte, kann uns helfen? Mit welchem, wie lernen die da? Und so weiter. Es gab in der 3 oder 4 Jahre her, es gab noch paar Reaktionen aus ihrem Kreis, aber so richtig auf der Pfanne hat es niemand gehabt. Ne, so von daher haben wir uns, das ist auch wieder ein Thema dieser Innovationsregion, haben wir uns selber geholfen und haben mit den Handwerkskammern zusammen Konzepte entwickelt, wie wir 2-jährige Berufsausbildung berufsqualifizierend in Berufen machen können, die unterschiedlichen Firmen hier brauchen. Ob das nun Industrieelektriker ist oder Logistikfacharbeiter, da haben wir uns hier geholfen, dass die Firmen sich im Verbund zusammengetan haben und geguckt haben, finden wir mit den Berufsschulen hier vor Ort Träger, die dann die berufliche Schulausbildung machen und dass wir die Praxis in den unterschiedlichen Firmen machen. Und da haben wir das ein oder andere Modell jetzt gestartet, wo wir für diese Zielgruppe 2-jährige Qualifizierung anbieten. Also das ist soweit weitergegangen. Ja, und wir haben ja heute gehört, es soll ganz toll gelaufen sein, dass da die jungen Lehrlinge und die alten zusammen lernen und das muss ein ganz tolles Klima sein. Das ist das, was wir jetzt innerbetrieblich machen. Das war auch so eine für mich als Personaler eine Grundsatzfrage, wie gehen wir damit um? Sie haben ein bisschen unsere Kultur gehört. Der Explosionsschutz ist ein Fachgebiet. Wir haben wenig dokumentiert. Die Fachexpertise sitzt in den Köpfen der Mitarbeiter, der langjährigen Mitarbeiter. Wir haben, wenn ich es ein bisschen pointiert darstellen kann, wir haben so gut wie keine Fluktuation. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Betriebszugehörigkeit, eine sehr hohe Treue. Wir haben letztes Jahr 3 50-jährige Betriebsjubiläen gefeiert. Müssen Sie sich mal vorstellen. Da gibt es Leute, die haben mit 15 bei uns angefangen und gehen dann in die Rente. Wir haben eine hohe Mitarbeiteranzahl, die bei uns gelernt hat und in Rente geht. Wir feiern dieses Jahr 47 Jubiläen. Bei uns wird 50, 40 und 25 gefeiert. Also das ist ein Kapital. Und wir haben uns jetzt überlegt, wie kriegen wir den 62-jährigen Kirchengemeinderat mit einem gepiersten 18-jährigen Azubi zusammen, dass die auf Basis der Landmannschaft einen Know-how-Transfer hinkriegen. Also, das ist so ein bisschen flapsig ausgedrückt, die Fragestellung. Und steuern das jetzt und machen daraus ein Programm, möglichst Alte mit möglichst Jungen zusammenzubringen. Die ersten Erfahrungen sind, das hält die Alten munter. Da gehöre ich auch dazu. Das macht sehr viel Spaß, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten. Und auch der gepierste Punk darf man nicht unterschätzen, dass der hohe Wissbegier hat. Also das ist sehr erfreulich. Vielleicht kann man beim nächsten, wenn wir dann mehr Erfahrung haben, das auch mehr auswerten, dazu mehr sagen. Ja, das ist eine große Herausforderung für uns, den Know-how-Transfer hinzukriegen, weil wenn Sie so diese Schaltschränke gesehen haben, das wird alles händisch verdrahtet. Wir haben da keine Großserien. Jeder einzelne Schaltschrank ist ein Unikat. Das ist eine kundenspezifische Lösung. Und diese Erfahrung, das braucht Zeit. Und da muss man miteinander arbeiten, das muss man miteinander vermitteln und austauschen. Und das wollen wir über so ein Projekt einfach gezielt fördern. Wir haben ja jetzt häufig gehört heute, dass bei Ihnen viel Wissen mündlich überliefert wird. Aus guten Gründen offensichtlich. Es gibt ja sehr viele Kulturen, alte Kulturen, die ihr Wissen genauso transferiert haben. Und vielleicht können Sie ja einfach von diesen Kulturen lernen, also von deren Techniken sozusagen übernehmen, ob das jetzt die alten Indianerkulturen waren oder wo auch immer, oder bei den Chinesen, wie TCM. Vielleicht ist es auch etwas, was Sie übernehmen können, vielleicht tun Sie es auch schon.
Aber vielleicht können Sie das auch als Metapher nutzen, als Bilder, weil da die Jungen, da ist es für die Jungen leichter, von den Alten was anzunehmen. Ja, also dass dieser Altersunterschied nicht als belastend empfunden wird. Ja, ich neige sehr dazu zu sagen, der Ausflug in Datenbanken, was Wissensmanagement angeht, da haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ja, so, das ist immer veraltet und nie gepflegt und stimmt nicht. Ich neige sehr dazu zu sagen, die Form jetzt, das im Alltag miteinander zu besprechen, nachzuahmen, zu imitieren, die ist die erfolgsversprechendere. Das andere ist natürlich, das hat Herr Schomager auch deutlich gemacht, kein einziges Element, das bei uns in den Produkten steht, geht ohne Zertifizierung raus. Das heißt, wir haben schon einen enormen Dokumentationsprozess, weil Zertifizierungsbehörden dahinter steht, es muss Freigabe gemacht werden. Also wir kommen nicht ganz ohne technische Hilfsmittel aus, aber das Know-how, was in der Fertigung notwendig ist, das, glaube ich, kriegt man nur so hin. Ich denke, Sie sind da grundsätzlich auf einem guten Weg, weil der Mensch von Anfang an observativ gelernt hat und nicht im Surfen bei Google. Ja, haben Sie recht. Der Bernd hat mir gerade zugerufen noch, weil die Frage, welche Unterstützung von extern haben wir im Unternehmen? Ich glaube, der Herr Schomager hat es eher fokussiert gesehen, bezogen jetzt auf die Kulturentwicklung. Natürlich holen wir uns Know-how von außen. Wir haben ein Führungskräftetraining, was wir mit externen Trainern bestücken. Wir haben eine Reihe von Organisationsentwicklungsprojekten über Jahre auch, wo externe Berater bei uns im Haus sind, ob das nun Logistikkonzepte sind, ob wir weltweiten Supply Chain Management aufstellen. Wir haben sehr viel Geld ausgegeben für unser Projekt in der Fertigung, eine Lean-Fertigung zu etablieren. Wir hatten in den Serienfertigungen viel Geld für Berater ausgegeben, die uns geholfen haben, eine Fließfertigung zu etablieren, dass wir effizient und schnell werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier in diesem mittelständischen Unternehmen alles selbst machen. Ganz im Gegenteil, wir sind uns schon bewusst, dass wir Know-how von außen brauchen. In der Führungskräfteentwicklung arbeiten wir regelmäßig mit Coaches zusammen. Also auch wenn wir bestimmte Kandidaten haben, wenn wir Konfliktkonstellationen haben, da bin ich als Personaler, auch wenn ich gegebenenfalls das Rüstzeug mitbringen würde, einfach der falsche Ansprechpartner. Ich bin immer derjenige, der dann auch Entscheidungen trifft und beurteilt. Und das ist für eine Coaching-Situation vertrauensvoll mit jemandem zusammenarbeiten, nicht immer zielführend. Manchmal geht es ganz gut, weil die Beziehung stimmt, aber in der Regel. Mein Kollege, der Hannes Krause, hat einen ähnlichen Werdegang, ist in TA ausgebildet, hat eine Coaching-Ausbildung. Wir sind sehr, sehr rollenbewusst und vermischen diese Rollen nicht und arbeiten dann mit Coaches auf dem Markt zusammen. Ja. Nutzen Sie auch Peer-Coaching, also dass Sie sich untereinander wieder dieses Leitbild-Feedback geben, nutzen? Wir haben diese Idee des Peer-Coaching 2 Jahre lang gemacht. Jetzt ist es so, das mittelständische Unternehmen ist nicht groß. Ne, und uns sind dann die Leute ausgegangen. Ne, so, und wir haben festgestellt, jetzt das nur als Ritual zu machen, ist nicht sinnvoll. Ne, dass wir dann wieder Abstand genommen haben. Und dann in den jeweiligen Einzelfällen uns genau eine Diagnose gemacht haben, uns einen Prozess überlegt haben, wie wir das auf die Wege bringen. Wir haben im Moment einen Standard, dass wann immer jemand Coaching macht, dass es ein erstes Gespräch gibt, wo Personal dabei ist, wo der externe Coach dabei ist und die Führungskraft, um sowas wie Vertragsarbeit zu machen, klar zu sagen, was ist die Erwartung des Unternehmens, was ist der Hintergrund, warum machen wir das
Und dann gibt es in der Regel eine Wegstrecke zwischen 4 und 5 Coaching-Sitzungen, die dann in der vertrauten Atmosphäre des Coaches und des Coaches stattfindet. Und dann wird eine erste Zwischenbilanz gezogen, wo wir von Personal und der Vorgesetzte wieder zukommen. Was auch für den Coach wichtig ist, sozusagen, gibt es Effekte im Alltag? Gibt es da Wahrnehmung von der Führungskraft, die eine Änderung sieht? Und dann wird nochmal gesteuert und nachjustiert. Und dann gibt es nochmal 3-4 Sitzungen. Das ist im Einzelfall immer unterschiedlich. Und Coaching ist von vornherein eine endliche Geschichte. Wie viele Führungskräfte haben Sie? 80. Mhm. Größenordnung. Danke, Klaus. Gerne. So, es fühlt sich so an, als würde es zur Neige gehen. Ich will jetzt auch nicht die große Auswertungssause machen.